Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment und ich läute jetzt die Glocke, ob meine Pferde da hinten checken. Komm, siehst du Wohnstrom hertraben? Hier. Da kommen sie schon, wie klug ist sie eigentlich? Wo ist eigentlich Porzellinchen? Boah, schau, wie klug sie ist, wie schnell sie das checkt. Ja, toll. Sie weiß ganz genau, jetzt geht es wieder raus. Wir sind noch in der Zeit vom Anweiden. Deswegen kommen meine Pferde immer jetzt so circa 1 bis 2 Stunden noch raus. Also von der Koppel auf die Wiese. Meine Pferde stehen hier ganz. Oh, das ist Jenny. Oh, die ist schon steinalt. Oh, die Dicke kann sich auch bewegen, oder wie? Dicke! Achtung! So. Was ist mit Porzellinchen? Bist du frei? Wo ist denn deine Freundin? Porzellin? Hä? Was machst du da draußen? Shit. Okay, warte. Hey. Porzellin! Komm her zu mir. Ich darf halt nicht jetzt auf die Straße gehen. Porzellin, bleib da. Shit. Vorne ist eine Straße und ein anderer Arbeiter hat heute die Koppel nämlich abgeäppelt und ich glaube, der hat unabsichtlich dann das Pony freigelassen. Okay. Okay, okay. Toll. Super. Ja, solange sie jetzt nicht hier entlang läuft, ist alles gut. Ich habe jetzt kein Leckerli dabei. Das ist mir noch nie passiert. Noch nie. Wenn es jetzt links geht, ist alles gut. Okay, passt. Dann läuft sie dann rauf. Okay, das ist nicht so gut. Sie darf jetzt nicht den Weg da entlang. Okay, die Nutze ist gerade so richtig aus. Wenn sie da jetzt rauf laufen würde, ist alles gut. Toll, warte mal. Ich gehe besser jetzt von hier. Da kommt jetzt kein Auto. Ah, und oben steht der Arbeiter, dem das passiert ist. Toll, gerade sein weißes Shirt, das habe ich gerade gesehen. Aha. Auf den ist also Verlass. Einen Tag komme ich einen Halbtag nicht in den Stall, passiert sowas. Porzellin! Mein Problem ist nur, weil ich habe sie dann gestern, habe ich sie so ein bisschen angestachelt über die Wiese laufen lassen, damit ich ein paar schöne Fotos von ihr machen kann, weil ich meine, schau dir diese super schöne gelbe Wiese an. Porzellin! Ich habe leider kein Leckerli da, was soll ich machen? Ich werde jetzt einfach immer so eine Blümchen pflücken, so tun, als hätte ich das beste Leckerli aller Zeiten. So. Und ein Trick, den mir mein Freund auch gesagt hat, so tun, als würde man fressen, sich immer so bei jedem Schritt immer so ein bisschen. Ja, bin schon ganz nah. Ihr Feini, ihr brav, ihr brav. Ich hab leider nichts. So. Gut. Kommen Sie. Ihr brav. Okay, leider kein Strick dabei. So, jetzt muss ich dich da so blöd zum Halfter nehmen, mein kleines Herzchen. Boah, das war was. Und ich denke mir schon, warum ist Porzellinchen nicht dabei? Weil normalerweise läuft sie als allererstes immer auf die Wiese zu den anderen. Schau dir mal das bombastische Wetter an. Boah, das war was. Okay, der Arbeiter ist da noch da oben. Da hinten nämlich. Okay, und der diesjährige Mr. Unfähigkeitspreis geht an. Ich bin einen halben Tag nicht im Stall, komme her und sehe das, dass mein Pony frei ist. Ich meine, geht's noch? Hätte mich vielleicht anrufen können oder so, dass ich das irgendwie selber sehe, finde ich jetzt auch ein bisschen. Aber gut, der ist noch zur Aushilfe da, weil das jetzt in der Corona-Zeit nicht ganz so easy ist. Okay, Porzellin,
Übrigens, das Halfter habe ich von einer lieben Zuschauerin geschenkt bekommen. Ich zeige mal ganz kurz, Päppchen. Ja, fein. Größe Mini-Shetty, das ist ihre richtige Größe. Komm sie. Schon ein bisschen ausgebleicht. Aber meine Pferde kriegen dann immer, wenn es dann auf die Weide geht, kriegen sie dann immer ein neues Halfter. Das ist unser Schatten. Schön. Die Esel haben auch nicht gecheckt, wo es da rausgeht. So, ich zeig dir jetzt den Weg, Patelinchen. Du weißt ganz genau, wie du dann selbst auf die Wiese kommst. Und da hinten bei den weißen Zäunern habe ich dann gestern Fotos gemacht von den Kleinen. Von Wunschtraum und Porzellinchen. So ist fein. Oh Gott. Ich denke mir schon normalerweise, wenn ich die Glocke läute, also diese Koppelglocke. Boah, ist das ein fetter Stein. Mit meinem kaputten, schau mal, das ist mein gutes Bein. Das linke ist mein kaputtes Bein. Und da fällt es mir auch viel schwerer mit meinem linken kaputten Bein, wo ich ja letztes Jahr den Reitunfall hatte, dass ich da genauso bin wie mit meinem alten, mit meinem guten Rechten. Das ist leider noch nicht ganz gesund. Aber gut. Patinchen ist mega brav. Schaut mal ihre Farbe an. Schon cool, oder? Jetzt ist sie gerade im Fellwechsel, das ist sie richtig hell. Jetzt sieht man die ganzen grauen Stellen gar nicht mehr. So, wo ist dieser eine Arbeiter, der die Koppeln heute abgeäppelt hat? Auch top gemacht. Hier liegt nämlich noch immer Pferdeäpfel. Was genau hat er gemacht? Ah ja, hat sie Lichen rausgelassen. Richtig toll. Da steht sein Fahrrad, sehe ich gerade. Also wie du siehst, jeder Tag ist irgendwie sonst auch spannend. Zurück zu der Halfter-Sache. Also Porzellinchen und all meine anderen Pferde bekommen dann immer, bevor es dann auf die Sommerwiese geht, kriegen sie dann neue Halfter wieder drauf. Und ich liebe halt so Halfter-Sets. So, ich mache das jetzt mal hier kurz auf. So, Porzellin. Bitteschön. Dreimal darfst du raten, wo sie jetzt gleich hingehen wird. Die weiß nämlich ganz genau, dass hinten das Koppeltor offen ist, wo die anderen sind. Bitte gib dir ihre geniale Farbe. Eselchens, ihr könnt gerne mitkommen. Kommt. Na, kommt. Achso, ein Porzellinchen ist schon weg. Schon. Die traben schon. Na, falsch abgebogen. Na, da kommt sie nicht hin. Das ist die falsche Tür. Das ist so das Labyrinth. Oh nein, der Wind geht. Ich hoffe, du hörst mich trotzdem. Ich werde gerade verfolgt. Also, na, jetzt laufen wir mal schnell hin. Und jetzt geht es dann darüber und darüber raus. Da wartet auch schon Wunschtraum auf sie, ihre beste Freundin. Na, oh, der Rubien. Na super, beste Begrüßung. So, Porzellin. Oh, ich hab Bubi. Der Bubi sorgt immer für ein bisschen Stimmung. Und Wunschtraum ist er auch. So, und jetzt die einzigen, die noch nicht dort sind, sind die Esel. Kommt mit. Komm, ich hab zwar nichts, aber vielleicht fällst du ja drauf rein. Ja, du fällst drauf rein, super. Du auch vielleicht. So, ich werde wieder verfolgt. Ganz, ganz, ganz. Ich zeige euch den Weg. Na, kommt jetzt. Ganz. Ja, fein. So, also die Esel, man sagt ja eigentlich, dass Esel ganz klug sind oder klug sein sollen. Ich merke davon jetzt noch nicht so viel. Die Dreier-Gang, die kleben immer aneinander. Die machen wirklich alles zusammen. So, ihr drei, ich zeige euch mal den Weg. Und zwar müssen wir hier rüber. Ja, kommst du schon im Trab? Wunderschön. So, und jetzt hier. Bitte folgen Sie mir. Oder brauche ich jetzt so einen Schirm, wo ich den Weg zeigen kann? Oder weißt du schon, was ist? Hm, wisst ihr schon? Da vorne ist das Tor. Bitte gehen Sie. Herzlich willkommen. Der rote Teppich ist ausgerollt für Sie. Na bitte. Na, und sehr weit sind Sie nicht gekommen, die Pferde. Die anderen Pferde galoppieren herum und die Esel sind so, ja, fressen, okay. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses Video jetzt doch aufregender geworden ist, als ich das eigentlich gestartet habe. Also eigentlich hat hier das Video gestartet. Wenn ich das hier so raufmache,
dann ist das mehr oder weniger so die Glocke, dass die Pferde wissen, wenn sie den ganzen Tag hier auf den ganzen Koppeln stehen, dass sie wissen, ich öffne jetzt hier das Tor zu der Wiese. Dann können sie da auf die Wiese. Übrigens, Anmerkung noch, dieser Stall hat noch mehrere Koppeln und noch mehrere Wiesen. Aber ich filme hier nur meine eigenen Pferde. Also gut, die Esel kann ich mir. Und die Jessie gehört auch nicht mehr und die Jenny gehört auch nicht mehr. Also ich filme gut die Pferde von meinem Freund und von mir. Und von meinem Schwiegervater, also vom Vater meines Freundes. Die Jenny, die schon super alt ist. Die Eskada, die super dick ist. Porzellinchen, die einfach jetzt gerade frei war. What? Die Jessie, Pfeffer, mein Freund. Der große Bubi, der Rubien. Die Rubineska, die, glaube ich, gerade hier sich erleichtert auf der kleinen Seite. Und mein kleines Fohlenwunschtraum, die so schön hell ist. Die ist richtig hell, ich sage es dir. Die ist so schön. Also vor allem, wenn man die beiden vergleicht, Wunschtraum und Eskada, merkt man so einen krassen Unterschied. Sieht man das da? Ich zeige dir jetzt mal beide von hinten. Schau dir mal das an. Gut, die Eskada steht jetzt auch ein bisschen im Schatten. Aber siehst du, wie hell Wunschtraum ist und wie dunkel die Skadi? Das ist echt crazy. So crazy. So ein helles, hübsches Würmchen habe ich da. Okay. So, jetzt haben sie auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen Zeit. Und dann in einer Stunde oder sowas bespaße ich jetzt einmal meine. Dann fange ich mal an, mit denen ein bisschen Bodenarbeit zu machen. Ein bisschen zu spielen, ein bisschen zu fordern, denen Tricks beizubringen. Also meine natürliche Routine da jetzt. In Zeiten wie diesen. Hör dir unbedingt auch meinen Podcast an. Aktuell mache ich jetzt gerade in dieser Quarantänezeit täglich einen neuen Podcast. Kannst du dir das ja gerne anhören. Ist natürlich kostenlos. Geht über Spotify, über die App oder über Apple Podcast oder Google Podcast oder so. Das ist alles gratis. Einfach runterladen und Anita Girly Themen Sprachmemos eingeben. Und dann schau dir am besten noch diese zwei weiteren Videos an, falls du die noch nicht kennst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Und bis dann. Tschüssi.